Liebe Freundinnen, liebe Freunde der Bochumer Symphoniker, herzlich willkommen zur Mai-Ausgabe der schönen Aussichten. Bei traumhaft regnerischem Wetter draußen haben wir uns heute natürlich aus dem Musikforum hier in Bochum hinaus bewegt. Einen kräftigen Pflastersteinwurf entfernt sind wir hier bei der Event Media Group zwischen der Rotunde und dem Riff im dortigen Aufnahmestudio, weil wie immer werde ich die schönen Aussichten Ihnen nicht ganz alleine präsentieren, sondern habe mir heute jemanden dazugeholt, den Sie normalerweise eher hinter der Kamera oder auch hinter einem Mischpult zu Recht vermuten, der aber heute sich vor die Kamera wagt. Schön, dass du da bist, Sven Novozin. Schönen guten Tag. Hallo. Sven, gehört der ganze Laden hier sozusagen, die Event Media Group, die bei uns im Hause schon seit vielen, vielen Jahren sich uns unterstützt bei Licht, bei Ton, aktuell auch relativ viel bei Video. Und bevor ich sozusagen den üblichen Ausblick auf das Programm in diesem Monat wage, muss man zwangsweise die Frage stellen, was macht ihr normalerweise eigentlich? Was machen wir normalerweise? Also wir betreuen die Bochumer Symphoniker mittlerweile seit über 23 Jahren. Und wir betreuen da viele Konzerte, zum Beispiel das allseits beliebte jährliche Konzert am Kap, was Open Air stattfindet, da beschallen wir das Ganze, beleuchten das Ganze. Wir machen Silvesterkonzerte bunt und schön. Und wenn es dann darum geht, was dann über das Orchester hinaus passiert, moderne Kompositionen umsetzen oder mal mit Pamela Felken zusammen, also ein Konzert mit Orchester. Also wir machen halt Beschallung, Beleuchtung, Video, Outdoor-Bühne, also alles, was so in der Veranstaltungsbereich so zu tun hat, das machen wir. Bevor dieses ja nun mittlerweile legendäre Coronavirus aufkreuzte, glaube ich, war das euer Hauptaugenmerk bei uns, bei den Bochumer Symphonikern, aber auch für viele andere Kundinnen und Kunden hier im Großraum, im Ruhrgebiet mit Sicherheit. Wie hat sich das Aufgabenprofil denn jetzt coronal bedingt verschoben? Naja, seit März letzten Jahres brach erstmal alles ein natürlich. Also alle Aufträge sind storniert worden, die natürlich mit Veranstaltungen zu tun haben. Und daraus entwickelte sich eigentlich mehr die Videoschiene. Also wir hatten immer früher 50-50, also Veranstaltungen und Videoproduktionen gemacht. Also unbekannt ist uns das Feld nicht. Und das kam dann wieder mehr zurück. Und tatsächlich ist es mittlerweile, sind wir relativ gut ausgelastet, dank Corona, wenn man das so sagen darf. Also wir machen halt sehr viele Orchester-Streams, wir machen für die Ruhrtrinale Pressekonferenzen, Zoom-Konferenzen betreuen wir halt professionell, wenn es halt nicht über die Webcam laufen soll, sondern auch schön aussehen soll. Und das ist halt unser Tätigkeitsgebiet gerade. Unser Tätigkeitsfeld, also das der Bochumer Symphoniker, bleibt unverändert auch im Mai, das auf der Bühne. Und wir kommen auch im Mai digital zu Ihnen nach Hause, so wie wir das jetzt immerhin schon ganz entscheidend auch dank eurer Hilfe seit ja, fast einem Jahr miteinander praktizieren. Und insofern vielleicht gleich der Ausblick auf das, was da kommen mag. Wir haben drei Projekte uns für den Mai vorgenommen. Und es sei vorneweg gesagt, wir sind ja so ein bisschen auf der Zielgeraden der dann fast 28-jährigen GMD schafft von Stephen Sloan hier in Bochum bei den Bochumer Symphonikern. Mit Sicherheit hatte sich Stephen sein letztes Jahr doch anders vorgestellt, als es jetzt leider gekommen ist. Wir alle haben uns das letzte Jahr, glaube ich, anders vorgestellt. Es waren riesengroße Projekte geplant, es waren viele große Projekte geplant. Vieles davon ist nicht möglich gewesen. So dass wir jetzt im Monat Mai und dann auch noch mal im Juni hinaus uns fokussieren werden auf das, was noch mal einen großen Abschied für Stephen nach vielen, vielen Jahren hier in Bochum bedeuten kann. Das werden im Mai drei Projekte sein. Und das Schöne ist, bei allen drei Projekten seid ihr mit dabei. Und ich fange vielleicht tatsächlich mit dem größten Projekt an. Auch weil es in diesen pandemischen Zeiten doch eine besondere Herausforderung ist. Ein Projekt, an dem wir alle jetzt doch sehr, sehr lange gearbeitet haben. Und das auch mit der Hilfe vieler, vieler externer Hände bei der Stadt, beim Gesundheitsamt, beim Bürgermeisteramt, aber auch von Agenturen und auch von euch zusammen mit der Jahrhunderthalle über die Bühne gehen wird.
Und zwar jetzt schon Mitte Mai, am 15. Mai, Samstag, den 15. Mai um 20.30 Uhr. Anders als sonst, bei der Zeit bitte aufpassen, 20.30 Uhr werden wir den zweiten Aufzug aus Richard Wagners Oper Tristan und Isolde zur Aufführung bringen in der Jahrhunderthalle in Bochum. Sven, großer Raum, großes Werk, große Herausforderung für euch? Ja, natürlich. Eine Oper ist natürlich immer noch was anderes als ein klassisches Orchester alleine. Und da spielt natürlich die Größe auch, ne? Also erstmal vom Orchester und von den Personen her. Aber natürlich wollen wir natürlich auch die Halle auch zeigen und das zu inszenieren, sodass man trotzdem noch die Details sieht, die man so kennt, auch bei den Streams, was ja auch sehr schön ist. Aber auch die gesamte Halle den Eindruck zu verschaffen, das ist natürlich kameratechnisch, lichttechnisch schon was anderes. Ne? Wir sind natürlich jetzt im Musikforum, ist das alles aufgebaut, machen Licht an, leuchten noch ein bisschen ein, dann ist das relativ einfach und ein Standard ist das mittlerweile. Und da natürlich rauszugehen in eine andere Halle, ist natürlich nochmal was anderes, ganz klar. Auch für uns wird es was anderes sein. Wir sind mit dann wirklich großem Orchester dabei. 85 Musikerinnen und Musiker werden auf einer sehr, sehr großen Bühne auf Corona-Abständen sitzen. Wir trauen uns das jetzt aber nach einem Jahr intensiver Übung und Erfahrung im Musikforum auch wirklich zu. Wir haben dazu für diesen zweiten Aufzug aus Wagners Tristan und Isolde wirklich einen, wie ich persönlich finde, Traumcast, wie man neudeutsch sagt, zusammenbekommen. Christiane Libor singt die Isolde, Stuart Skelton ist als Tristan dabei, Tanja Ariane Baumgartner als Brangene, Quan Chul-Yun singt Marke und hier aus der Region auch mit Heiko Trinsinger eine lokale Kraft, die in einer Doppelrolle als Melo und Kurvenal mit dabei sein wird. Es ist also eine Besetzung, wie Sie sie sonst auch gerne in München oder in New York bestenfalls wohlgemerkt erleben können. Das machen wir jetzt in der Jahrhunderthalle in Bochum auf 5000 Quadratmetern in Halle 3. Es gibt ausreichend frische Luft für alle Mitwirkenden und es wird mit Sicherheit auch für euch, glaube ich, tonlich und bildtechnisch eine ganz besondere, spannende Herausforderung, ja, die Sie nicht verpassen dürfen. Samstag, 15. Mai, 20.30 Uhr. Und wo? Aus der Jahrhunderthalle Bochum bei Ihnen zu Hause, entweder auf unserer Website www.bochumer-symphoniker.de oder aber auf dem YouTube-Kanal der Bochumer Symphoniker. Sven, wenn man einen solchen Laden sich überlegt wie den, in dem wir hier sitzen und dann auch führt über viele, viele, viele Jahre und ich glaube auch sehr erfolgreich, muss man dazu in gewisser Weise Ahnung von Musik haben? Vielleicht sogar sich irgendwann selbst mal an dem Musikinstrument vergangen? Also bei mir ist es tatsächlich so entstanden. Ne? Also ich habe angefangen, Schlagzeug zu spielen, als ich 16 war erst allerdings. Und habe mir das auch alles selber beigebracht. Also ich hatte kaum Unterricht, mal zwischendurch, aber ich war immer ein bisschen faul. Wollte aber auch nie irgendwie Profimusiker werden. Also ich war immer mit vielen Bands unterwegs und habe teilweise in drei Bands gleichzeitig gespielt, als die Zeit noch da war. Und daraus ist halt entstanden, dass man eine Anlage brauchte und dann wurde das mit dem, dann haben wir gedacht, naja, wir haben eine eigene Anlage, also können wir sie verleihen an andere Bands. Ne? Und so ist das Ganze entstanden und letztendlich ist es dann mehr geworden, dass wir die Anlage verleihen oder dann hinter der Technik selber stehen, als dass ich selber Musik gemacht habe. Und dann nach einem erfolglosen Studium und mehr Technikjobs, die ich so frei gemacht habe und Tourneen und mit Bands unterwegs sein, haben wir dann gesagt, wir machen daraus eine Firma mit Freunden und so ist das Ganze letztendlich entstanden. Und tatsächlich finde ich, ein Musikinstrument hinter Mischpult zu erfahren oder beziehungsweise ein Musikinstrument zu spielen, hilft natürlich immer bei einer musikalischen Umsetzung. Das ist egal, ob das jetzt im Bild ist oder im Ton. Also das ist schon sehr sinnvoll, auf jeden Fall. Und dass das Schlagzeug und alles, was auch in der klassischen Welt Schlagzeuger, Perkussionisten spielen, durchaus sehr, sehr, sehr viel mit Musik zu tun hat, das kann man tatsächlich in unserem zweiten Projekt, das wir am Donnerstag, dem 20. Mai, dann wieder wie gewohnt um 20 Uhr aus dem Musikforum in Bochum übertragen, auch sehr gut sehen, weil
Ja, wir kennen das aus jetzt dann 27 Jahren mit Stephen Sloan. Große Malerprojekte sind, glaube ich, so ein bisschen diese Signature-Steine von Stephen und dem Bosie auch gewesen. Das können wir vielleicht aktuell in dieser Größe nicht tun, aber es gibt Gott sei Dank sehr kluge Arrangements von Maler-Sinfonien, die durchaus sinnig sind, in der jetzigen Zeit aufgeführt zu werden. Und wenn Sie sich vielleicht erinnern, so haben wir am Beginn der Spielzeit im September 2020 Gustav Mahlers vierte Sinfonie in der Kammerfassung von Klaus Simon aufführen können. Eine, wie ich mich erinnere, glaube ich, sehr, sehr schöne Produktion damals. Und werden jetzt im Mai die erste Sinfonie von Gustav Mahler uns nochmal vornehmen. Auch diese hat Klaus Simon bereits vor vielen Jahren für 16 Musikerinnen und Musiker eingerichtet. Eine, wie ich persönlich glaube, sehr, sehr spannende Produktion, auch deshalb, weil eben dieses sehr große und massive und farbenreiche und für manches Ohr vielleicht sogar manchmal sehr überladene Musikbild, die Sprache Gustav Mahlers, doch unglaublich transparent rüberkommt. Es wird intim, es ist sehr klar, es ist sehr durchhörbar, man kann wirklich viel leichter vielleicht auch manchen musikalischen Gedanken verfolgen, den man vielleicht in der großen Orchesterfassung bis dahin gar nicht als Hörer so entdeckt hat. Und gleichzeitig, glaube ich, muss man aber auf nichts von der Emotionalität und auch diesen großen Gegensätzen von sehr leisen Intimmomenten und auch den großen Ausbrüchen wirklich verzichten, weil wie wir sehen werden, glaube ich, ist das nicht nur eine Frage der Menge der Musiker, sondern tatsächlich eine Frage der großen dynamischen Bandbreiten und des Mutes, den man als Musikerin oder als Musiker mit auf die Bühne bringen sollte. Und in dieser Fassung ist davon, glaube ich, ganz viel gefragt. Das ist Donnerstag, der 20. Mai um 20 Uhr mit Stephen Sloan und Musikerinnen und Musikern der Bochumer Symphoniker. Mittlerweile bist du Vater zweier Kinder. Hast also sozusagen noch ein Hobby neben dem Beruf. Dürfen oder müssen gesagt, die ein, ja. Dürfen oder müssen die ein Instrument lernen? Sie dürfen. Also Levi, mein Großer, der hat auch total Spaß am Schlagzeugspielen tatsächlich. Hat auch ordentliches Rhythmusgefühl. Der Kleine, ehrlich gesagt, null. Insofern, nein, also natürlich nehmen wir irgendwie Je-Kids und sowas in der Schule. Das machen wir schon alles, also was so an musikalischer Förderung, was da gibt. Aber ich werde sie jetzt nicht dazu zwingen, ein Musikinstrument zu spielen, das nicht. Also das muss schon mit Freude geschehen, denke ich. Und wenn sie dann Lust darauf haben, dann fördern wir das natürlich auch, ganz klar. Ist ja auch nie schlimm, wenn die Schlagzeugtradition in der Familie sozusagen ein wenig fortlebt. Du selbst sitzt, glaube ich, gelegentlich zumindest schon noch am Schlagzeug. Und wenn ich es richtig weiß, gibt es ja vielleicht auch die Möglichkeit im kommenden Kalenderjahr, soweit muss man tatsächlich im Vorfeld schon mal schauen, so in der Zeit nach Ostern, doch mal zu gucken, ob man vielleicht Sven Tatsache auch am Schlagzeug auf einer großen Bochumer Bühne dann erleben kann. Mehr mag ich jetzt gar nicht verraten, aber so, denn wir alle die Pandemie bis dahin überlebt haben, glaube ich, wird die Chance bestehen. Und bevor es soweit ist, haben wir natürlich noch ein drittes großes Projekt hier im Mai uns vorgenommen, zusammen mit Stephen Sloan und den Bochumer Symphonikern auf der Bühne des Anneliese Brost Musikforums Ruhr hier in Bochum. Freitag, den 28. Mai um 20 Uhr, ein symphonisches Projekt mit dem gesamten Orchester. Zuallererst einer Uraufführung von Ella Milch-Sherif, einer Komponistin, die uns und vor allen Dingen auch Stephen, glaube ich, ja, fast sein gesamtes künstlerisches Leben lang bereits begleitet. Ihr Ehemann, mittlerweile leider verstorben, Noam Sherif, einer der wichtigsten Komponisten der Nachkriegszeit weltweit, war regelmäßig und oft in Bochum zu Gast. Seine Frau Ella ist auch bei uns oft zu Gast gewesen. Sie gehört heute wirklich zu den renommiertesten, insbesondere Opernkomponistinnen der Gegenwart. Und sie hat für uns nach Texten von Else Lasker-Schüler einen Liederzyklus geschrieben, der Abschied heißen wird, eine Auftragskomposition von uns, also eine Uraufführung an diesem 28. Mai hier bei uns. Gesungen wird der große Sopranpart von Rebecca Nelson, einer amerikanischen Sopranistin, die aus Wien zu uns stoßen wird und die auch zusammen mit Ella diesen Part sehr, sehr direkt und sehr nah mitentwickelt hat. Und als zweites großes Werk gibt es noch mal einen, wie ich finde, sicherlich sehr spannenden Blick auf das symphonische Schaffen von Johannes Brahms. Seine zweite Symphonie wird Stephen Sloan zusammen mit den Bochumer Symphonikern auf die Bühne bringen und in diesem Fall zu ihnen nach Hause, wie immer
auf unserer YouTube-Seite oder unter www.bochumer-symphoniker.de. Sven, wenn wir schon von Zielgeraden und ja, der letzten Zeit von Steven, zumindest als GMD hier in Bochum, er bleibt ja der Stadt auch als Ehrendirigent erhalten und wird auch weiter regelmäßig bei uns zu Gast sein. Aber wenn du auf diese lange Zeit, die du mit uns und damit ja auch mit ihm zusammenarbeitest, zurückblickst und die vielen Projekte, die in dieser Zeit entstanden sind, ist irgendetwas ganz besonders hängen geblieben, etwas, woran du dich wahnsinnig gerne erinnerst? Ach ja, das sind natürlich so Sachen, die halt außerhalb des Klassikbereichs natürlich auch sind. Ne? Wie zum Beispiel mit Ian Anderson, Jethro Tull in der Freilichtbühne. Das war so mit eines unserer ersten wirklich großen Sachen, die wir mit Steven gemacht haben. Herbert Grönemeyer, das Konzert, wo jetzt das Musikforum steht. Das sind natürlich alles so Sachen, die bleiben in Erinnerung und sind toll und sind herausfordernd für uns natürlich. Ja, oder Ruhrtrinale, da gibt es ganz, ganz viele Bilder, die ich noch im Kopf habe mit Steven, die wir da erlebt haben, ganz klar. Und ich bin sicher, dass die Erinnerungen auch in der Zukunft weiterleben werden, auch mit neuen Projekten, die natürlich wir hier in Bochum alle gemeinsam, wir mit euch, Steven mit uns, auch weiter auf die Bühne bringen werden, weiterleben. Und bis es soweit ist, überbrücken wir sozusagen die Zeit mit den jetzt hier heute vorgestellten drei Produktionen. Sie merken sich bitte unbedingt den 15. Mai, diesen Samstag der kommenden Woche mit Wagners zweiten Aufzug aus Tristan und Isolde, den 20. Mai, jenem Donnerstag, dann mit Mahlers erster Symphonie und dem 28. Mai Brahms 2 und die Uraufführung des Liederzykluses Abschied von Ella Milch-Scherif. Und wo? Da, wo immer, nämlich auf der YouTube-Seite der Bochumer Symphoniker und auf unserer Website www.bochumer-symphoniker.de. Infos über uns gerne auch auf unserer Facebook-Seite. Wir sind durch. Sven, danke, dass wir heute hier zu Gast sein durften. Sehr gerne. Und toi, toi, toi für alle großen Sachen, die kommen bei uns und Dankeschön. Auch bei den KollegInnen der umliegenden Orchester. Und Sie schalten bitte unbedingt ein, bleiben Sie uns treu. Danke, dass Sie es bisher tun. Wir sind unheimlich glücklich über den wirklich, wirklich, wirklich großen Zuspruch, den wir alle erfahren mit dem, was wir tun. Wir versprechen, wir bleiben im Mai dabei. Und vielleicht geht ja im Juni tatsächlich schon etwas mit Publikum. Und sollte dem nicht so sein, dann sicherlich digital. Bleiben Sie gesund und bis kommenden Samstag.